Kapitel 10 Finalanbruch. Die letzten Feinde in der Cave of Fate. Evens Sicht. Als ich am nächsten Morgen aufwachte, schliefen Fanda und Fate beide noch. Der Sturm am Himmel hatte sich allerdings kein bisschen beruhigt. Heute war der Tag, an dem der Dämon fallen würde. Auch wenn es sich irgendwie falsch anfühlte, hier zu sein. Vor unfassbar kurzer Zeit rannte ich noch nutzlos durch die Sklavenbasis, um zu spionieren. Ich hatte die beiden eigentlich nur begleitet, um Fanda zur Seite zu stehen. Vielleicht kann ich in einem Kampf nur wenig ausrichten, aber ich würde es versuchen. Ich würde mich jetzt nicht mehr zurückziehen. Ich wartete noch darauf, dass meine Freunde aufwachten. Mir war klar, dass wir unsere volle Stärke bräuchten. Daher weckte ich sie nicht auf. Der Anblick von Fanda und Fate, die sich friedlich zusammenkuschelten, war für mich immer noch seltsam. Das letzte Mal, als ich meinen Scheinungskumpel vor dieser Reise gesehen hatte, war ich mir ehrlich gesagt sicher, dass er nicht mehr lange die Kraft hätte, weiterzumachen. Und jetzt, in diesen Momenten, wirkte er glücklicher als jeder andere und das trotz dem Gewissen, dass er heute einen antiken Gott töten müsste, um die Welt zu retten. Doch trotzdem freute ich mich wirklich für ihn. Es dauerte noch ein wenig, bis die beiden Turteltauben aufwachten. Kurz darauf verließen wir unseren Rastplatz und machten uns direkt auf zur Höhle. Unser großes Ziel. Es dauerte nur etwa eine Stunde, bis wir den Eingang zu diesem legendären Monument der Natur erreicht hatten. Wir sahen uns alle an und nickten entschlossen. Und schließlich betraten wir die Höhle. Oder versuchten es zumindest. Doch bevor wir eintreten konnten, schossen scharfe Felsen aus dem Boden. Sie verfehlten uns nur um Millimeter. Von seiner erhöhten Position über dem Eingang sprang ein Pokémon herunter. Es war ein 2 Meter großes grünes Monstrum. Ihr stoppt sofort! Ich werde nicht zulassen, dass ihr den Dämonen stört! Ich und Fanda erkannten den Feind beide sofort. Tyrant, wie konnte ich nur erwarten, dass du dich uns nicht mehr in den Weg stellen würdest? Das Despotat, zweithöchster aller Sklaven und ihr stärkster General, strahlte seine übliche Selbstsicherheit aus. Weil du naiv bist, Fanda. Das hast du schon oft genug bewiesen. Du hast deiner Familie vertraut, nur um verraten zu werden. Du hast Darkrai vertraut, nur um verraten zu werden. Du hast Esti vertraut, nur um verraten zu werden. Und nun bist du hier, willst den Gott der Finsternis persönlich bekämpfen. Und immer noch vertraust du anderen. Wirst du es je lernen? Du wirst wieder verletzt werden. Ohne weitere Worte nahmen wir alle eine Kampfposition ein. Doch bevor eine Schlacht beginnen konnte, begann die Erde zu beben. Die Dunkelheit im Himmel schien zu wachsen. Nun realisierten wir letztendlich, was geschah. Wie genau, wussten wir nicht, aber wir waren getäuscht worden. Der Tag, an dem der Kristall brechen würde, war nicht erst in 3 Tagen gekommen, sondern heute. Auch Fanda und Fate schienen zu verstehen. Tyrant lachte bloß. Seht ihr es endlich? Ihr seid zu spät. Die Macht des Dämonen ist nun fast vollständig. Er kann nicht mehr besiegt werden. Trotzdem werde ich es euch gar nicht erst versuchen lassen. Erneut zeigte er sich kampfbereit. Mir war sofort klar, wir hatten nicht die Zeit, ihn und den Dämonen zu bekämpfen. Ich musste eine Entscheidung treffen. Zwar könnte sie mir gut und gern das Leben kosten, aber das wäre es wert. Fanda, Fate, geht. Ich kümmere mich um Tyrant. Wie oft merkte ich, dass Fate sofort streiten wollte, doch Fanda packte sie am Genick und zog sie mit sich. Als sie um Tyrant herumliefen, um zum Eingang zu kommen, wollte das Despotar sie stoppen. Doch bevor er irgendwas tun konnte, um sie aufzuhalten, traf ich sie mit einem Sternschauer. Er war abgelenkt, während meine Freunde in die Höhle rannten. Lass sie durch, ich bin jetzt dein Gegner. Der General starrte mich hasserfüllt an. Zuerst befreist du diesen Abfall und verrätst uns dabei und nun stellst du dich mir in den Weg. Na, es gab einen Grund, weshalb du nur ein Scherge warst. Du hast keine Chance gegen mich. Ich mache dich dem Erdboden gleich und dann folge ich ihnen. Ich wusste, dass er wohl teilweise recht hatte. Er war definitiv deutlich stärker als ich, aber
Und was ist, wenn ich nur den unfähigen Idioten gespielt habe, um nicht aufzufallen? Ich war nicht, du unterschätzt mich nur. Wenn du das tust, dann werde ich dich locker besiegen. Es hat seine Gründe, weshalb ich Darkreis treuester Anhänger und oberster General bin. Ich zeige niemandem gegenüber Gnade, der ihm im Weg steht. Ich gebe immer alles. Und mit dem, was ich zu bieten habe, werde ich dich lehren, niemals die Sklaven zu verraten. Fandas Sicht. Als wir die labyrinthartige Höhle betraten, konnten wir Tyrants Kampfschrei von draußen hören. Aber wird es ihm gut gehen? Es war die erste Frage, die Fate mir stellte. Ich antwortete ihr ehrlich. Ich weiß es nicht. Ich denke nicht, dass er mehr tun kann, als Zeit zu schinden. In diesem Fall, auch wenn es schmerzt, ist es wohl ein Opfer, das wir bringen müssen, um diese Welt zu retten. Fate sah traurig zu Boden. Ich verstehe. Ich wollte doch auch nicht, dass es so kommen muss. Aber wir dürfen ihn nicht aufgeben. Vielleicht wird er uns alle überraschen. Und egal wie, wir müssen weiter. Der Kristall ist nah. Zumindest das, was von ihm bleibt. Bist du bereit? Fate nickte niedergeschlagen. Wir gingen weiter, uns der Gefahr im Voraus bewusst. Bald erreichten wir den vorletzten Raum des Labyrinths. Doch gerade, als wir in den großen Hauptsaal aufbrechen wollten, geschah etwas. Ein Schatten erschien. Er materialisierte sich einfach aus der Wand heraus und stellte sich in unseren Weg. Irgendwo war es für mich nostalgisch, aber trotzdem ein riesiges Problem. Schlussendlich traf Fate nun doch denjenigen, der mich zu dem machte, der ich heute bin. Mein Lehrer und Verräter. Darkrai, der Anführer der Sklaven. Ist das nicht eine tolle Überraschung, wenn das nicht mein Lieblingsschüler ist? Fanda, mein Freund, wie sind denn die Dinge für dich gelaufen? Zu gut will mir scheinen. Ihr habt Esti besiegt und meine vielversprechendste Kriegerin verließ uns nach ihrem Kampf gegen dich. Du verscheuchst mein Personal. So habe ich dich aber nicht trainiert. Darkrai, selbstverständlich bist du hier. Warum solltest du nicht noch einmal versuchen, mein Leben zu zerstören? Das wird nie alt, oder? Warum bist du denn so grob zu mir? Dein Misstrauen verletzt mich. Was habe ich getan, um das zu verdienen? Wir beide wissen, dass diese Frage nur rhetorisch ist, oder? Erneut bebte die Erde und ich wusste, was ich tun musste. Die Cave of Fate war der Ort der großen Schlacht. Und wie der Name der Höhle verriet, würde Fate diese Schlacht schlagen. Fate, schnapp dir den Dämon. Ich kümmere mich um diesen Bastard. Zuerst sahen sie mich unsicher an, rannte jedoch kurz darauf in den finalen Raum. Darkrai sah ihr nur zu, als sie vorbeilief. Oh, wie selbstlos du geworden bist. Und noch dazu noch dümmer. Du hast recht, ich bin dumm, weil ich dir einst vertraute. Ja, einerseits das. Andererseits lässt du deine Freundin den Kaiser der Schatten alleine bekämpfen, obwohl sie nicht sonderlich stark wirkt. Und außerdem ist es doch genau das, was er wollte. Ich war schockiert. Was? Der Dämon wollte, dass wir uns aufteilten? Und wie er das wollte. Fanda, du hast noch nie etwas Gutes geleistet. Es ist Zeit für deine letzte Unterrichtsstunde. Er schwebte höher. Heute lehre ich dir, dass ein Schüler nie seinen Meister übertreffen wird. Ich tue dir einen Gefallen und tue, was du schon längst selber hättest tun sollen. Ich beende deine jämmerliche Existenz. Fate-Sicht. Die Situation war schrecklich. Ich musste den Dämon ganz alleine bekämpfen. Und selbst falls ich irgendwie gewinnen sollte, was, wenn ich Fanda verlieren würde, was würde ich tun? In diesen Sekunden kämpfte er gegen den, der ihn vor so langer Zeit zerstörte. Mein Partner würde Darkreis letzter Feind werden. Der Anführer der Sklaven würde einen würdigen letzten Gegner bekommen. Und ich betete, dass dasselbe für den Dämon galt. Die 2 Minuten, die ich durch den Gang lief, fühlten sich an wie Stunden.
Als ich endlich den Kristallsaal betrat, entdeckte ich sofort den dunklen Kristall. Die Wände waren voller schwarzer und lilaner Partikel. Die Macht des Kristalls floss mitten in sie hinein. Fate, du bist also endlich gekommen. Die Stimme verschaffte mir eine Gänsehaut. Irgendwie wirkte sie so vertraut, doch gleichzeitig auch nicht. Wo bist du? Komm raus. Aber Fate, ich verstecke mich doch nicht, nur weil du mich nicht siehst. Alle Partikel lösten sich von der Wand und schwirrten durch den Raum. Langsam begannen sie, sich in der Mitte des Saales zu sammeln. Direkt vor mir. Es ist toll, dich hier zu treffen. Vor allem nach unserem ersten kleinen Gespräch. Wovon redest du? Ich kenne dich nicht mal. Oh doch, das tust du. Von vor und nach deiner Amnesie. Wir sprachen bereits einmal so. In deinem Gedächtnis. Lüg mich nicht an. Ich erinnere mich an das Gespräch. Auch wenn sie enttäuscht von mir war, war diese Stimme mein Unterbewusstsein. Sie war ich. Und das bist du definitiv nicht. Du bist bloß ein Dämon. Oh, bin ich das etwa wirklich? Die Partikel begannen etwas zu formen. Das Wesen sagte nur noch eine Sache, bevor die Schlacht begann. Und was es sagte, ließ mir das Blut in den Adern gefrieren. Du hast Unrecht. Ich bin kein Dämon. Ich bin kein Pokémon. Ich bin keine Fehlgestalt. Ich bin ein Virus. Evens Sicht. Ich werde dich lehren, die Sklaven nicht zu verraten. Das war der Auftakt meiner großen Schlacht auf dieser Reise. Ich war nie geboren, um den Schattendämon zu bekämpfen. Ich musste einfach Zeit für Fanda und Fate schinden, um diese Welt zu retten, egal was es kostete. Also musste ich alles geben. Wenn ich den Vorteil nutzen konnte, dass Tyrant meine Stärke nicht kannte, könnte ich vielleicht lange genug überleben, damit sie gewinnen konnten. Und ich kämpfte auch, um Zeit zu schinden, nicht um zu gewinnen. Bevor Tyrant mich überhaupt angreifen konnte, hatte ich bereits mehrere Male Agilität benutzt. Auch Doppelteam kam zum Einsatz. Mich zu treffen würde eine Kunst werden. Doch der General wirkte nicht beeindruckt. Er beschwor einen Sandsturm, damit ich mich nicht mehr orientieren konnte. Ich nutzte meine Geschwindigkeit, um ihn abzulenken. Aber anstatt zu versuchen, mich im Auge zu behalten, stand er einfach still. Dummerweise versuchte ich, ihn anzugreifen. Ich blieb meinem Kampfstil treu und rannte mit Ruckzuckhieb auf ihn zu, nur um komplett abgeblockt zu werden. In dem Moment, in dem ich getroffen hätte, trat er zur Seite und beschwor einen Felsen direkt in meinem Weg. Ohne mich stoppen zu können, stolperte ich darüber. Bevor ich überhaupt wieder auf dem Boden landen konnte, wurde ich von einem fliegenden Stein in die Seite getroffen und sandte mich direkt in Tyrants Richtung, sodass er seine mächtige Combo mit einem zerstörerischen Fokusstoß beendete. Als ich endlich auf den Boden prallte, schwärzte sich mein Blickfeld kurz, bevor ich mein Bewusstsein wiederbekam. Mein Plan funktionierte überhaupt nicht. Wir kämpften seit ungefähr einer Minute und ich hatte schon fast verloren. Tyrant schien meine Hilflosigkeit sehr zu genießen. Auf einmal bist du nicht mehr so selbstbewusst, nicht Evoli? Hast du wirklich geglaubt, dass du irgendetwas ausrichten könntest? Bloß weil du schnell bist. Ich dachte, du wüsstest es inzwischen besser, nachdem du die Ehre hattest, ein Sklave zu sein. Realisierend, wie es weitergehen musste, nutzte ich die größte Schwäche der Generäle. Ihre Arroganz. Wenn du wirklich so stark bist, warum benutzt du es dann nicht fürs Gute? Was bekommst du durch das Ende der Welt? Er lachte mich nur an. Selbst nach Monaten bei den Sklaven siehst du es immer noch nicht. Wir wollen alle unser Ziel erreichen. Du normales Pokémon könntest es nie verstehen. Ihr Pokémon brachtet uns wahren Schmerz. Etwas, was ihr nie fühlen musstet. Und nun werden wir es euch zeigen. Die Welt hasst uns. Und nun ist die Zeit gekommen, in der wir der Welt diesen Hass zurückgeben. Darkrai hat, was er braucht, um den Dämon zu kontrollieren. Er wird zerstören, was wir wollen. Aber ich habe oft andere Sklaven getroffen, die ein normales Leben lebten. Wie ich gehofft hatte, sprach er weiter. Das ist eine Lüge. Wir sind die Gerechtigkeit.
Auch wenn ihr Narren euch weigert, es zu sehen. Jeder hat Gründe, uns beizutreten. Selbst wenn ein Sklave verheiratet ist, eine Familie hat. Sie alle wurden vom Leben selbst betrogen. Deshalb ist Verrat unsere große Stärke. Wir bekämpfen diese Welt mit ihren eigenen Waffen. Auch ich wurde vom Leben geschädigt. Als ich noch ein kleines Kind war, wurden meine Eltern ermordet. Sie waren zur falschen Zeit am falschen Ort. Sie kam bei einem Anschlag ums Leben. Auch wenn zwei Pokémon versuchten, die Attentäter zu stoppen, kamen alle Ziele ums Leben, auch meine Eltern. Dies war der Tag, an dem ich realisierte, was für eine Hölle dieser Planet ist. Zum ersten Mal erzählte er mir tatsächlich etwas, was ich nicht wusste. Etwas, was ich definitiv zu meinem Vorteil nutzen könnte. Trotzdem ist das kein Grund, die Welt zu hassen. Was denkst du denn, was in meiner Vergangenheit geschehen ist? Dasselbe wie jedem normalen Pokémon. Du wurdest vom Schicksal verhätschelt. Du lagst nie weiter daneben. Du durftest deine Eltern ja zumindest kennenlernen. Ich kenne meine nur aus Geschichten. Zum ersten Mal verstummte der General. Und weißt du, was es ist, was ich über sie gehört habe? Mein Vater starb bei dem Versuch, einen Anschlag zu verhindern, noch vor meiner Geburt. Und nach dem, was du gerade erzählt hast, siehst du vielleicht den Zusammenhang? Immer noch stand der General stumm da. Meine Mutter lebte das schlimmste Leben. Sie war depressiv und fand nach dem Tod meines Vaters keine Lebensfreude mehr. Als ich geboren wurde, wurde sie schließlich erlöst. Sie starb. Ich wuchs als Waise auf. Aber anders als du entschied ich mich, Gutes zu tun, damit niemand anderes unter demselben Schicksal leiden müsste wie ich. Und vor 2 Jahren traf ich G und konnte mir diesen Wunsch endlich erfüllen. Tyrant dachte offenbar über meine Worte nach. Also, starben auch deine Eltern? Aber du gabst die Hoffnung nicht auf? Ich nickte. Er schien endlich zu verstehen. Dieser Kampf könnte ohne Tote enden. Oder zumindest dachte ich das. Im nächsten Moment spürte ich, wie eine Steinkante meine Haut zerriss. Du närrischer Idiot! Nicht nur hast du uns betrogen, obwohl du ein wertvolles Mitglied hättest werden können, sondern du lernst nicht einmal aus deinen eigenen Fehlern. Der einzige Weg, dich noch zu erlösen, ist der Tod. Die Welt um mich herum begann langsam zu verschwinden, als ich wieder zu Boden fiel. Diesen kritischen Treffer würde ich nicht überleben können. In meinen Gedanken sprach ich meine letzte Entschuldigung. Fate, Thunder, es tut mir so leid. Ich wünschte, ich hätte bleiben können. Bitte lass mein Opfer nicht umsonst gewesen sein, ja? Und schließlich schwand ein letztes bisschen Bewusstsein. Doch in der Sekunde, in der ich dachte, ich würde sterben, ertönte eine Stimme in meinem Kopf. Es war Fate, da war ich mir sicher. Thunder, Even, vergebt mir. Ich wusste nicht, dass... Ich habe keine Zeit mehr. Ich habe versagt. Ich habe euch enttäuscht. Lebt wohl. Als ich Fates Worte hörte, die meinen so sehr ähnelten, realisierte ich es. Auch Fate schien zu scheitern. Doch sollte sie dies wirklich tun? Ich könnte Thunder nicht alleine lassen. Ich musste stark bleiben. Ich musste leben. Für meine Freunde. Egal, ob sie noch unter uns weilten oder nicht. Ich spürte, wie Licht mein Körper durchströmte. Die Macht der endlosen Nacht füllte jede Zelle. Die Kraft der Freundschaft heilte meine Wunden. Ich hörte Tyrants überraschte Geräusche. Als ich mich wieder erhob, war alles anders. Zwar war ich immer noch deutlich kleiner als Tyrant, doch größer als zuvor. Und nun? Nun fühlte ich mich, als wäre ich wirklich stark. Mit meinem neuen Körper, mit der Kraft eines Nachtara, konnte ich weiterkämpfen. Ich müsste weiterkämpfen. Ich musste Tyrant besiegen und nun könnte ich es auch. Oder vielleicht auch nicht. Aber ich konnte auf jeden Fall mehr Zeit für Thunder schinden. Diese Schlacht würde bald enden. Egal wie. Zeit
für Runde 2.